Jetzt gibt es etwas für alle, die es gerne schnell und zart haben. Wir zeigen euch, wie man Kalbsplätzchen richtig braten. Ihr braucht Kalbsplätzchen, aber so 3-4 mm dick, die ihr eine halbe Stunde vor dem Braten aus dem Kühlschrank nehmt. Und dann noch Öl, Salz und Pfeffer. Und natürlich eine Bratpfanne. Zuerst gebt ihr ein bisschen Öl in die Pfanne und dreht den Kochherd voll auf. Wenn das Öl flüssig wird wie Wasser, ist es heisses genug und parat für Plätzchen. Das muss so richtig zischen und brutzeln. Schon nach ca. einer Minute drehen. Genauso schön goldbrüne sollte es sein. Nochmal 60 Sekunden später nehmen wir das Fleisch aus der Pfanne. Salzen, Pfeffern, einen frischen Salat dazu, tipptopp. Ein guter zusammen.